herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier bei Raab Automobile. Ihr wolltet sehen, wir zeigen es euch. Was machen wir heute? Wir gucken heute hier ein Fahrwerk. Wir holen ein Fahrwerk, wir gucken ein Fahrzeug an und zeigen die Fahrzeuge von Raab Automobile, weil da hat echt gute Schmuckstücke dabei. Oder hier. Und wer ist noch dabei? Der BMW-Spezialist. Michael Sralena. Hi. Hi. So, ist schön ruhig hier, gell? Ja. Hast du eigentlich schon voll Angst, laut zu reden? Fangen wir bei dem Twingo an, oder? Aber. Wir gehen mal jetzt mal ins Büro. Wir sind beim Heinz Raab. Ich wundere mich, dass ich dich eigentlich nicht von früher so etwas kenne, weil wir waren ja auch immer ein bisschen in der BMW-Szene, aber gut, das, was du jetzt hier machst, auch viel mit Youngtimern, Oldtimern. Erzähl du mal was von dir, was hast du die letzten 30 Jahre gemacht? Ja, ich habe 88 angefangen mit der Selbstständigkeit, habe das zuerst als Nebengewerbe gemacht und damals war unser Motto schneller, tiefer, breiter. E21, E30, rundherum große Räder drauf machen. Ein bisschen Leistung machen, das war unser Part, so haben wir angefangen. Und so hat sich ja das jetzt mit den Oldtimer ergeben, weil immer mehr Kunden kamen, ey, du hast mir damals schon das Auto gemacht, ich möchte wieder so einen. Ja, und das machen wir heute noch. Wir machen ja jetzt aktuell bei M4, die Geschichten machen wir auch alles. Die neueren Fahrzeuge? Die neuen Fahrzeuge, machen wir Fahrwerksgeschichten oder ja, was anfällt, Servicearbeiten, ja. Und also die typischen Servicearbeiten, aber auch Tuning, bei euch geht es ja auch wirklich, Sauger bleibt ein Sauger. Ihr macht aus dem Sauger Tuning und nicht jetzt unbedingt ein Turbo Nein, oder so. Das ist nicht unser Part, da bin ich ja komplett raus. Das sollen andere machen. Wir machen das Obligatorische, was du machen kannst im Saugerbereich mit Nockenwellen, mit Vergaser oder ähnliches. Das typische Tuning und von damals. Wir machen halt Performance-Geschichten. Also wir machen viel so Rennstreckengeschichten, wo wir Dreck-Tools bauen. Sachen. Das ist eher unser Ding. Und komplett Restaurationen auch. Das sieht man ja natürlich hier. Mal da draußen ist der Orange, das ist auch noch was drauf. Ist der Orange, ne? Da der draußen. Orange ist eine Komplettrestauration. Da drüben steht der L9 und auch eine Komplettrestauration ist, der jetzt weitergemacht wird. Wie kriegst du da die Teile her? Wir reden ja gar nicht mal vom E30, sondern wirklich vom 02er E9. Also denke ich, ist noch mal schlimmer. Wir haben teilweise Lieferanten, die das nachproduzieren. Okay. Oder aber halt noch vieles aus unserem eigenen Lagerbestand. Okay. Wir haben noch ein relativ großes Lager, wo wir gebrauchte Neuteile noch haben, was wir früher gekauft haben. Das heißt, man könnte jederzeit, wenn man jetzt für ältere Fahrzeuge auch Ersatzteile braucht oder nicht mehr findet, über dich was beziehen oder? Teils, teils. Also wir verwenden es natürlich lieber für unsere Restaurationen, dass wir das frei haben. Ne? Aber die Sachen, die du nachproduzieren lassen kannst, die könnte man bestellen. Ja, ne? Kein Problem. Das ist halt jetzt ein Gerät hier, ne? mit Zulassung. Guck mal. Von wann ist die Eintragung, hast du gesagt? Von 84 her. Also das Auto ist in den 70ern, also der Breitbau, die waren damals auch in den Ende der 70er. Nur ich weiß jetzt, die Auspuffanlage und so Geschichten sind die Eintragungen, habe ich gelesen, aus den 80er. Hast du gesehen? Erdgasanlage. Gut, das ist ja der Breitbau, ne? Das ist, so gab es in den Serien gar nicht. Nur im Motorsport. Mittlerweile werden mehr nachgebaut wieder. Und teilweise mit Straßenzulassung, teilweise ohne Straßenzulassung. Was ist sowas jetzt wert? Der ist jetzt vom Zustand her nicht perfekt. Aber wenn die gut sind, dann bist du bei 250, 300 grenzt du. Richtung 300.000. Okay. Ist schon mittlerweile. Wo lagen wir hier vor 10 Jahren noch? 80, 70. Das ist krank, ja. Die Preise haben sich ja. Das ist wie halt mit allem. So, und das ist jetzt ein 02, den habt ihr auch komplett restauriert? Nein, das Auto, was der Kunde gekauft hat, der wurde von uns jetzt technisch noch einmal aufgefrischt mit unserem Fahrwerk, Räder, Technik gemacht, andere Sitze hat er bekommen, das sind so, was es momentan halt gibt. Wo dann alt ausschauen, also alte Optik kommen. Ach, das bietet ihr jetzt auch an. Ja. Sind das nicht die gleichen Sitze, was wir haben? Ja, doch, sind sie. Die haben wir auch. Sind das die gleichen Sportsitze gewesen? Spielstein. Bei Frankfurt ist die Firma. Weiß jetzt gar nicht. Also, aber unsere sind alt. Unsere sind komplett also da drückst du drauf und die fliegen auseinander. Nee, so schlimm war das. Echt? Die Stoffe schon haben.
Und da ein E9, den habt ihr jetzt komplett neu gemacht? Das ist komplett neu. Jeder Kundenwunsch, also den haben wir dem Kundenauftrag gemacht. Also als ich letztes Mal da war, haben wir es ja auch schon erwähnt, das was wir machen, wir zerlegen ja, wir lackiert Unterboden so schön machen, ein, zwei Schweißstellen vielleicht noch, aber das was ihr macht ja das Ding komplett einmal. Blank, ist im Blank, werden entlackt, chemisch ja. Entlackt, ja. Entrostet, also KDL beschichtet. So wie es sich eigentlich gehört. Ja. Okay. Und ihr, wenn ihr schweißt, ihr guckt auch immer, dass ihr das praktisch in dem Original... Das siehst du nicht, wenn du schweißt. Ich kann da gerne 0,2 mal. Das wird so eingearbeitet, dass du das nicht siehst. Okay. Das muss dann suchen. Also findest schon, aber... Und der war auch fertig? Ja. So wieder da drin? Nicht so. Ab. Okay. Ja gut, wenn man sich halt auf die Marke spezialisiert, ne? Aber ich sehe gerade, ihr macht auch die Kabelbäume, alles nochmal neu? Das ist ein neuer Kabelbaum mit dem Auto, aber dann haben wir bestellt. Also die kriegst du dann nachgeliefert. Okay. 2 Jahre Wartezeit. Und dann für Kabelbaum? Ja. Von BMW? Nee, ist Schwede, wurde okay. Nach, okay. Produziert. 2 Jahre? Ja. Was macht denn der in der Zeit? Tut der die Kabel Auftragslage. Noch nee, Auftragslage. Also ist wirklich Auftragslage. Achso, wenn sie bestimmte Stückzahlen, Bestellungen zusammen haben, dann... Nee, der macht die einzeln. Echt? Ja. Okay. Die Nachfrage ist halt ziemlich groß, denke ich mal, auf jeden Fall. Du hast die Nachfrage und dann ist halt auch, jedes Auto hat eine unterschiedliche Ausstattung. Ja. Und du kriegst das alles wieder mit Bestückung, mit Plan dabei. Oh, okay. Das ist schon cool. Und da ist da so ein bisschen Spielzeug. Oh, den kennen wir auch. Ja, denn da kommt wieder der Walter hier ins Spiel. Da war vorher vom Walter im 20 drin. Ja. Mit Bilas Einzeldrossel. Okay. Und der Kunde wollte jetzt das. Und der soll jetzt dann noch einmal zum Walter, weil der Kunde will, dass der Walter die Auspuffanlage baut. Okay. Und der hat das nochmal anders abgestimmt. Mit der Abnahme und alles, ja. Ne? Was soll der drücken jetzt? Ich denke, der wird irgendwo liegen bei 360, 390 PS. Mehr ist doch. War schon schön. Auch schön gemacht, gell? Ja. Ja. Ja, da bei dem Auto haben wir auch mal komplett den Unterboden saniert. Okay, okay. Also, der ist unten auch neu. Okay. Also ihr baut auch ein Auto komplett. Man könnte hier praktisch auch jetzt ein Auto hinstellen, wo ihr seid. Der ist eigentlich fertig und den baut ihr komplett nochmal neu auf, ne? Ja, prinzipiell ja. Okay. Es kommt halt ein wenig darauf an, wie fertig das er ist. Ne? Das ja, ist ja. Halt eine Preisgeschichte, ob das Ganze Sinn macht oder nicht. Also, uns fragen ja auch immer wieder Leute, ob wir jetzt zum Beispiel so ein 124er Mercedes, ob wir den so umbauen können, wie was wir haben. Dann sage ich immer, das kannst du von vornherein nie im Preis sagen. Nee. Weil es kommt immer auf den Zustand vom Fahrzeug an. Ne? Zustand vom Fahrzeug und was du dann wirklich halt Aufwand hast, also, bis das alles passt. Und die Teile. Und so ist, ja. Wenn du die Teile jetzt auch noch hier überall aufsammeln musst, ist wieder was anderes, ne? Wie wenn du einfach bei BMW oder Mercedes was bestellst. Ja, und die Preisexplosion der letzten, ja. Wenn du jetzt die letzten 12 Monate nur nimmst, das sind ja teilweise 20%, 30%, 40% mehr. Ja. Teile, ja. Also das ist, ja. Ist schon krass. Aber der Hof sieht schon gut aus, gell, mit den... Das Problem ist, du weißt gar nicht, wo zuerst hinschauen sollst. Gell? Das ist das Problem. Du bist ja. Auch ein bisschen überfordert. Ich bin komplett geflasht. Das ist zum Beispiel ein Luxemburger Kunde, der hat vor einem Jahr Fahrwerk bekommen. Und der bekommt jetzt einen kompletten neuen Motor, neues Getriebe, Sperre, alles neu revidiert und überholt. Ich habe dir ja gesagt, dass wir auch einen 02er haben, den wir jetzt demnächst zurückkriegen. Da ist der Motor. Okay. Okay. Ja, einmal Motor neu. Und so schaut es dann halt alles aus. Alles nacheinander. Also komplett Technik einmal. Komplett überholt. Technik, alles neu. Die Getriebe überholt ihr die selber oder? Nee, das lassen wir auch machen. Mhm. Ja, du kannst nicht alles machen. Ja, ja, ja. Wir haben da sind einfach welche dort, die wir das in der halben Zeit machen und die Teile, die wir dann kaputt sind, nachfertigen schon. Ja. Und das ist einfach. Kannst du mir mal einen Tipp geben, was einen 02er betrifft? Was man da, wir wollen ja im Prinzip eine andere Technik, wir wollen ja breitbar, also wir wollen ja schon eskalieren mit dem Auto. Na, da gehen wir mal hinten, haben wir ein paar. Ja, natürlich ist da jetzt ein 850er, ein M3, Z3, M, wo jetzt mittlerweile auch scheiße teuer geworden sind. Also, also auch vom neuen M3 so macht ihr auch Software und alles? Ne, Software machen wir nicht, das sind wir. Okay. Das ist bei uns immer wegen so die TÜV-Geschichte. Eher Fahrwerk, Felgengeschichte. Fahrwerkräder, Auspuffanlagen, ja. Okay. Ja.
Noch ein Lachs hier. Guck mal, wieder gleich zum Empören. Ja, das sind halt die Sachen, wo ja, das ist auch, was ich als Lehrling gemacht habe. Als Lehrling? Ja, im zweiten Lehrjahr, 82, haben wir den mit aufgebaut. Also der und der Grüne, die sind aus der Lehrlingszeit, die unverkäuflich sind. Ja, der Grüne wird verkauft, der eher nicht. Und das und so. Also ich merke das ja auch, dass viele Leute immer sagen, 02er muss Originalmotor, Sauger, Tuning, viele sagen, also ich sage so 95% der Leute. Ja, die sind aber bei mir falsch, also wir machen seit 30 Jahren, wenn ein Auto original ist, wird es zerlegt, Fahrwerk, Räder und ein bisschen Leistung. Ja. Ich sage immer bei so einem alten Auto, ich selber mache die, ich will Spaß haben. Ja. Mir ist das egal, ob der original ist oder nicht. Ja. Ich will mich reinsetzen, will mitfahren und will Spaß haben. Ja. Aber das kannst du selber dann ausprobieren, kannst gerne mit dem Auto dann mal fahren. Der macht auch von der Soundkulisse bestimmt was her, ja. Das ist das. Ja, aber darauf stehen ja die Leute. Aber wenn da jetzt zum Beispiel hergehen würde und ich würde jetzt hier so ein, keine Ahnung, 16er reinmachen, geht gar nicht. Beispiel. Geht schon, wurde in den 80ern gemacht, also ganz viel. Der Langenberg hat es damals immer gemacht, entweder in M20 oder in M10-Motor. Mhm. Haben sie gemacht. Ist aber, ich muss da ganz ehrlich sagen, das ist so ausreichend. Die Autos mit 160, 180 PS. Was wiegt denn der? 1000 Kilo knapp. Okay. Wie sieht das aus? Also wir wollen ja, wir haben jetzt eigentlich einen Schlachter gekauft, einen 318 Ti, ne? Mhm. Mit dem ES-Motor praktisch, und den wollten wir da eigentlich verpflanzen. Wollten aber auch die Achse und so mitnehmen. Also mit Achsen mitnehmen, weiß ich nicht, würde ich selber jetzt nicht machen, weil mir das gut genug ist. Mhm. Also du kannst, wie gesagt, wenn es dann fährst, wirst du merken, die fahren, das funktioniert. Mhm. Also du brauchst die Achsen nicht mitnehmen. So viel besser ist das nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ich sage ich, wenn man Steve und die Hinterachse und alles hat, dann hat man natürlich gleich auf 5-Loch umgebaut, dann hat man halt alles fertig. Ne? Darum geht es mir auch, dass du einfach die Technik vom IS einfach da rein machst. Also ich glaube nicht, dass im 318 IS, außer du gehst da wirklich auch ins richtig teure, ja, dass du irgendwie über 200 PS bist, aber da bist du mit dem alten M10-Motor besser bedient. Ja, also der soll ja dann nicht nur Sauger bleiben. Ja, ja. Das okay. Ist ja nicht Sauger bleiben. Okay. Wir überlegen, also mein, ja, der Ding hat mir sehr auch vorgeschlagen, dass man einfach aus dem Sauger so viel wie möglich rausholt. Ja, dann passt es wieder zum Charakter vom Auto, aber wiederum, wenn da halt mal so ein Panzer, das Auto wird auch nicht so aussehen. Der wird ja, keine Ahnung, die Geschichten, ne? Dann ist wieder anders. Ja. Innen ist auch schön, gell, mit diesem Rot. Ah, das ist cool. Ja? Ja. Was ist denn das für einer? Den habe ich noch nie gesehen. Das ist 2000 CS, Baujahr 67. Das Auto, das die Historie auch bekannt, ist 67 von BMW zu Alpina geliefert worden. Wurde dann bei Alpina umgebaut und ging dann nach Spanien in die Alpina-Niederlassung in Madrid. Okay. Stand dann damals 68 auch auf einer Messe. Da gibt es Bilder von dem Auto. Ja, das also da. Ist das. Das Auto gibt es jetzt so nicht vom BMW. Doch, mit der Front. Das ist 2000 CS. Der hieß 2000 CS, die sind gebaut worden von 65, glaube ich, bis Anfang der 70er. Ja, okay. Gefragt sind die, glaube ich, nicht. Teils. Also es gibt eine Fangemeinde dafür. Okay. Das ist so wie die neue Klasse, die vierjährigen Limousinen. Ne? So ist es. Weil wenn ich mir jetzt den Preis so angucke, ja, dann wäre auch gewundert. Hat mich jetzt gewundert, dass er jetzt. Muss halt machen, ne? Ja, also komplett neu machen. Ja, die was machen jetzt. Ja, aber mir gibt der jetzt von der Optik her nicht das, was ich jetzt in dem E9 sehe, ne? Ja. Wenn die Scheinwerfer, weil das alles so flach, ja, ist ein bisschen, gell? Wenn du jetzt die Räder anschaust, die gab es von Alpina. Das ist ein Ach, du die wurden bei Alpina drauf gemacht. Ach, krass. Stimmt, dass das jetzt Alpina aufgekauft wurde von BMW? Ja. Ist es so? Also die Produktion der Alpina-Fahrzeuge soll dann, oder der Name, ich weiß nicht, was sie draus machen, aber ab 2025. Ich denke mir, okay, so wie es jetzt damals Mercedes mit AMG gemacht hat, ne, den Tuner einfach gekauft und jetzt machen sie einen Biss. Aber die haben ja, BMW hat ja seine M-Sport-Abteilung. Ich denke, das, wer weiß was mit dem Elektro und. Ach so. Dass die da zusammenarbeiten. Wahrscheinlich, ja. Die sind auch gestiegen im Preis, ne? Hier die. Ja. Z3M, vor allem der Coupé, gell? Ach, ist auch ein M. Okay. Nee, das ist ein normaler. Nee. Das ist ein 3M. Ja, aber die sind auch teuer, ne? Ich finde die Dinger cool. Ja, ist echt cool. Das sind 3 Liter? Das sind 3 Liter,
wäre was für dich, da sehe ich dich drin. Ja, ich sehe mich auch da voll drin. Ja, Aniko. Aber du passt da nicht, nein. Doch. Ich saß schon in so einem. Dein Kopf guckt da, du bist zu groß für das Ding. Du bist zu groß. Ja, und der Sechser. Dein Lieblingsauto. Ich möchte ja unbedingt einen, aber ich. Ich möchte aber einen, der wirklich nicht so gut ist vom Zustand, wo ich wirklich sehr günstig kriegen kann, um ihn dann komplett einmal neu zu machen. Guck mal, hast du es gesehen? Was? Die Verbreiterung? Wie glänzend das ist. Ja. Das ist ein Chromradlauf, ja. Boah. So, das sind so richtige Schätze hier, ne? Das ist meiner mit dem. Fahre ich relativ viel. Okay. Und das ist jetzt auch wieder sauber Tuning. Mhm. Der hat jetzt 260 PS. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Und der läuft gut, ne? Der läuft 240. Wie das alte Mädchen, ganz okay. Und das Ding ist jetzt auch 150, 200 wert. Nee, der liegt jetzt irgendwo. Ich will für das Auto, wenn er weggeht, irgendwo 140, weil ich einfach die Gestehungskosten okay. Wieder habe. Ne? Das, also, das ist vom Zustand her, das Auto ist vor über 10 Jahren gemacht worden. Das sind Kleinigkeiten, wo du ja. musst wieder. Aber ich fahre mit. Also ich will Spaß haben. Das ist mein Ding. Ist schon krank, gell? Das, das hätte niemand gedacht, jetzt, dass der jetzt, wie gesagt, zum E30 M3 so einen Riesensprung macht. Ne? Du, wir haben in den 90ern, Anfang der 2000er, hatte ich 3 M3 E30 und E24 Coupés. Ich habe zwei E24 auf die Seite gestellt und habe die E30 M3 alle verkauft. Ja. Hätte. Aber, gut, da brauchen wir gar nicht reden. Aber ein E24 liegt man heute aber auch nicht falsch. Also man hat es bis vor 2 Jahren noch relativ günstig kriegen können. Jetzt gehen sie aber richtig hoch. Ne? Und E46 M3, natürlich. Auch deiner, gell? Nee, das ist ein Kundenfahrzeug. Ja. Ist ja was für mich, ja? Ja, das ist was für mich. Ist auch für mich eines der schönsten Autos. Ja, und das sind so Geschichten, die wir machen. Airboxen. Ja, das war der zweite M im Prinzip, der wieder auf breit gebaut wurde. Richtig. Ja. Das haben sie beim E36 leider vergessen. Ja, irgendwie verpennt, ne? Und die werden jetzt auch nicht mehr billiger. Es geht jetzt relativ schnell nach oben, ne? Ja. Die ganzen. Das heißt, E46 M3, der kostet mehr wie der E92. Ja. Ja, aber der E92 ist jetzt auch wieder sehr stabil geworden. Vom Preis her. Ne? Also billiger wird jetzt das auch nicht mehr. Und natürlich hier Z1. Aber da fehlt doch die Tür, Herr Axacker. Ja. Aber was die damals für 17 so gemacht haben, also ich finde das Ding. Na gut, mit 95.000 Kilometer liegt das Ding wahrscheinlich auch bei 60, 70, 80. 50? Wenn ich sich immer so bei 50 rum. Ich finde, das ist das Auto, was ich dir erzählt habe. BMW Hermann, kennst du in Heilbronn? Ja. Und genau gegenüber habe ich gewohnt, im dritten und vierten Stock, in dem Block halt. Ne? Okay. Und da sind die Frauen, die Verkäuferinnen mit dem Z1, wo er dann neu war, mit Türe unten, darfst du da fahren? Ja. Ja, und dann sind sie immer so Röckler angehabt, weißt du? Dann konntest du komplett alles sehen. Ich war vielleicht. Wie alt war ich da? 10? Was ist das für ein Baujahr? Ja, 91. Ja, 91 ist der jetzt. Ja. Ne, 12 war ich schon. 13 vielleicht, ja. Aber drunter steckt ja im Prinzip ein E30. Ja, so Technik was ist ganz richtig. Ganz richtig. Technik, ja. Also ja. Was ist schon ein wenig was vom E30 da, aber ist ja die Euro-Rahmen. Ja, ja. Also Technik war ja alles E30, 325, 170 PS oder 171 PS. Aber mittlerweile auch teuer, ne? Aber da kann ich mich gar nicht mit der Form hier vorholen. Gut, mit den breiten Facken schon. Ah, ich finde, wenn die breiten. Das ist ja die Langenberg-Umbau gewesen. Und der hat damals überall, ob das E21 war, die breiten Facken gehabt. Wie ihr es auch letztens jetzt gehabt, ne? Was ein E30 betrifft. Welcher war das, der nicht original war? Der rote, wo wir neulich da haben. Der rote war das, gell? Ja. Weil ich suche ja gerade so wieder E30-Teile, gerade so. Und du hast empfohlen, die von Carbon, die mit Carbon oder aus Carbon, die sind gut. Ja, also das funktioniert. Ist aber aufgeklebt. Ja, ist aufgeklebt. Okay. Also der war aufgeklebt, das war in Ordnung. Okay.
Und ist auch dein oder Kundenfahrzeug? Nee, das ist ein Kundenfahrzeug, da machen wir Getriebe-Revision. Und wir gehen halt immer her, die Autos, wenn sie vorne oder länger stehen, gehen sie nach hinten. Momentan sind die unsere Autos alle mehr oder weniger irgendwo in Hallen noch unterwegs. Okay. Und ja, stellen halt dann Kundenfahrzeuge rein, damit nichts dran kommt. Ja. Das ist aber auch sehr, sehr selten, ne? Was denn? Also ich sehe es jetzt zum ersten Mal, glaube ich. Ausstellfenster bei W30 ist nicht allzu oft, das dachte ich, ja. Das ist aber beim 3 gehabt, wundert mich jetzt. Na gut, ist ja vom Prinzip das gleiche wie beim normalen. Ja. Das ist aber echt selten. Was mit den zwei Porsche? Ja, das eine ist meiner, das andere ist ein Kundenprojekt. Da haben wir aus dem 964 auf alt machen sollen. Da haben wir die Seitenteile mit angefertigt. Ja, das stockt nur momentan ein wenig, das Projekt. Die Front ist aus GFK. Die Farbe ist sehr schön. Was ich zum Thema Fahrwerke, ihr macht ja eigentlich KW. Wir machen eigentlich ausschließlich KW. Ja. Aber ihr macht ja ein bisschen was anderes, oder ihr... Wir haben für alle BMWs ab Baujahr 68 mit KW zusammen Fahrwerke entwickelt für die alten Fahrzeuge, damit man... BMW hast du immer das Problem gehabt, vorne war er ewig hoch, hinten hat er einen Hängearsch gehabt. Mhm. Und wir haben das jetzt alles umgestrickt auf Gewinde, dass man Hinterachse, Vorderachse so hinstellen kann, wie es der Kunde will oder wie man es selber will. Das heißt, ihr habt jetzt auch Fahrwerke im Programm, die KW direkt nicht anbietet? Du kannst prinzipiell alles bei KW auch kaufen, aber es gibt einige, die nur wir haben, aber die Masse kriegst du auch bei KW direkt. Oftmals sind das doch besser bei uns zu machen, weil wir genau die Feinheiten oder die Unterschiede, es gibt einfach bei den alten Fahrzeugen, ist es nicht so wie heute, dass das von da bis da alles gleich ist. Mhm. Das sind diverse Unterschiede und ich weiß genau, was wo drin ist. Okay. Von daher ist es die einfachere Lösung, dass das bei uns dass man es aber hier komplett abstimmen lässt, praktisch und eingebaut. Ja. Wir machen dann auch, wenn wir es machen, gleich die TÜV-Abnahme und die Haarzulassung. Es sind alle haarfähig. Das ist immer so, das Grundthema ist klar. Es gibt TÜV-Prüfer, die zerlegen das. Kennen wir auch, damit du das original Radio drin hast. Ja. Dann kannst du wieder heimfahren. Und, ganz, ganz wichtig, sind alle in V3 und alle in Schwarz. Genau, deine sind alle in Schwarz, meine gell? Sind alle in Schwarz. So, und der Vorteil ist, wenn du jetzt heute einen E30, E34, E31, ein Fahrwerk heute von KW möchtest, müsstest du zuerst mal deine Feder beide einschicken. Und wir haben alles lagernd. So, das ist der Unterschied. Also, letztes Mal 6 Wochen beim 5er. Richtig, E34. Haben wir sie eingeschickt, wart 6 Wochen, das Ding ist auf der Bühne und dann kommen sie und dann kannst du wieder einbauen. Und hier bei dir im Prinzip, du kommst rein und dann mache ich das Auto fertig. Theoretisch in 2 Tagen fertig und holst du da. Wir haben für jeden Fahrwerk 5 Satz in der Regel da. Weil du die Federbeine schon im Voraus angeschickt hast. Ne? Ja. Okay. Die Leute müssten aber trotzdem bei dir... Die müssen ihre wieder da lassen. Originale da lassen. Originale zuschicken. Ja. Also das ist halt in der Hinsicht schon cool. Weil wir bräuchten ja beim 8er wahrscheinlich. 8er haben wir auch im Lager, das haben wir ja auch erst. Ja. Das 8er Fahrwerk haben wir jetzt seit einem halben Jahr. Okay. Und da ist es aber auch so, da habe ich die Stückzahlen mit. Also da ist immer 1 da. Okay. Ne? Nehmen wir es gleich mit? Nee. Nehmen wir es gleich mit. Aber wenn wir das mitnehmen, nehmen wir noch den Motor da hinten mit. Das ist ein ehemaliger Ausstellungsmotor von der Firma Herber. Aber Innereien sind drin, oder? Teils. Also ein paar Sachen sind drin, aber nicht komplett. Gut, dann machen wir so, wir gucken uns das Auto jetzt an, warum wir eigentlich auch da sind, ne? Ja. So, warum wir jetzt eigentlich auch da sind, und zwar wegen dem einen Auto, den habe ich ja schon beim letzten Mal gesehen, da haben wir kurz darüber gesprochen. Es ist ein Fahrzeug, was ist das für ein Baujahr jetzt? 85 sein. Okay. Wir gehen jetzt eine Nummer zurück. Wir haben schon einen neueren davon gebaut. Den zeigen wir jetzt einfach mal mit dem AMK, oder? Ein bisschen auf die Punkte ein. Wann? Und der wurde umgebaut. Wann wurde der umgebaut? Der wurde Anfang der 90er. Anfang 90er. Nimm mal die Kamera mit. Ist aber auch echt ein relativ kleiner Lader. Ne? Ladeluftkühler. 5,35er.
Neues, denke ich. Also vom Unterboden ist eigentlich schon gut, ne? Du musst, wie gesagt, das ist ein Auto, wo du machen musst. Ja, aber... Das ist definitiv... ist legit. Nee, aber ich sehe da schon Potenzial. Ja. Also, ich habe schon Schlimmere gesehen, die drunter schlimmer waren, ne? Ja. Ja, also von den Durchrostungen her, glaube ich, hältst du es in Grenzen, dass oben, wo du am Federbein irgendwas machen musst, ja, was sie alle haben, und der Rest ist relativ brauchbar. Ja, das und am Scheibenrahmen halt, ja, dann so, ne? Ist halt kein original Alpiner, falls die Leute jetzt sich wundert. Nee, der, wo das damals hatte, das war immer sein, der das Vorgängerauto war schon, bei ihm war immer alles Alpiner. Okay. Und ja, Alpiner Räder, Alpiner drauf und immer Turbos. Der hat ja auch nichts, das ist schon so. Okay. Anhängerkupplung, können wir auch was ziehen damit? Ja. Aber dem hat er auf der Hinterachse schon gut gehabt, gell? Guck mal. Der hat gekriegt. Der hat gekriegt. Weißt du ungefähr, mit wie viel Leistung der gefahren ist? Nee, den ich dich anlügen. Was soll? Ich weiß, dass das Auto damals über 300 lief. Okay. Also ich denke, was hat der 535 an Leistung gehabt? 200? 218. 218, ich denke mit dem Lader, warst du bei 350 mit dem Lader, vielleicht 400. Ja, ein bisschen. Was meinst du, Micha? Na ja, wäre mal was anderes, Mutlu. Guck mal, die Reifen, das sind aber... Oder meinst du leistungstechnisch, was er gehabt hat? Ja, das ist halt jetzt die Frage. Tun wir denn auf den Basis, wie er mal war, wieder auf? Aufbauen oder baust du denn gleich auf neuere Technik um, aber dann hast du wieder eine Großbaustelle? Also wenn der Motor gesund ist, würde ich einfach das Turbo-Dings ein bisschen überarbeiten und lassen. Aber ob der läuft, weißt du nicht, gell? Das habe ich auch nicht probiert. Du mal das probieren wir dann. Sollen wir den mal ablassen, Sven, dass wir den auf... Was hast du da gesagt? Da sind zwei Sitze... Nee. Die Rückbank ist dabei. Die vorderen Sitze nicht. Die vorderen Sitze fehlen. Okay. Das teuerste in dem Auto ist das Schiebedach. Aber der hört prima, habe ich gesehen. Genau. Aber das Glasschiebedach, das, weil es original BMW ist, da zahlen sie mittlerweile richtig Geld dafür. Wie, nur das Schiebedach verkaufen? Nur das Glasschiebedach, den Deckel. Ja. Also ein paar Beulen hat er halt. Ne? Und hier hat er das auch nicht durch. Ne? Aber ist alles dabei, ne? Im Prinzip. Ja, da sind mehr noch dabei, da muss man gucken, was zu dem Auto gehört. Das war halt damals, das war so eine Auflösung, ja, wo ich das alles mitgekriegt habe. Und das wären wohl irgendwelche spezielle Kolben, glaube ich. Die da reingehören? Angeblich, ich weiß es auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Auto speziell ist. Guck mal, der hat sogar Klimaanlage. Den findest du wieder zu alt, gell? Nico? Der ist wieder zu alt für dich. Nö, nicht unbedingt. Aber der Zustand wäre nichts für mich. Aber was wäre das, der Zustand? Ja, der Zustand wäre nichts für mich. Aber guck mal hier drunter. Der hat Bordcomputer, hat er, Klima hat er, Fensterheber vierfach. Dieses teure Ding. Oh, eine Anzeige hat er da noch reingemacht. Öltemperatur, glaube ich. Hier ist auch noch eine Mark. Eine Mark? Ja. Boah, was Radio. Fernbedienung. Hat er was im Kofferraum noch? Der ist voll. Was? Guck. Okay, da sind auch viele Ersatzteile dabei, ne? Ja, da ist nicht alles dabei. Das muss ich erst mal wegen durchschauen. Okay. Was meinst du? So. Guck mal rein. Oh. Aber Ersatzbirnensicherungen. Also von 10 Mal sind sie 8 Mal leer. Ist das vom Schiebedach? Ja. Schiebedachfensterheber. Ja, ich hab Bock auf die Karre. Ich weiß zwar nicht, wo wir dann bei uns jetzt hinstellen sollen. Das wird eng. Bitte nichts mehr auf dem Parkplatz. Wieso? Weil kein Parkplatz mehr hast. Wir haben keine Parkplätze. Du hast doch den bestraft das Leben. Wir haben ja 5.500 Quadratmeter. Die anderen haben halt 2 Minuten Weg. Also wir hatten 10.000 Quadratmeter. Mach. Ist doch so. Und das halt. Das haben wir gerückt, ne? Und. Aber ich finde den schon cool. Hier können sogar die leise Spoilerpasse, glaube ich. Der Gummidinger. Nein. Da gab es ja diese vom M-Paket. Gibt
Gibt's da? Eben mit dem Lackteil, wo das Lackteil mitgehabt haben, ja. So vom Abdruck her hätte ich gedacht, war da drauf. Gibt es dafür auch so ein Nachbau im Paket? Weißt du das zufällig? Die 28 habe ich da noch nichts gesehen. So wie er neulich da eine P30 gemacht hat, meinst du? Ja, ja. Die waren super, die Teile, gell? Ich weiß es nicht, wie es war. Also die, was wir jetzt da aus Taiwan haben, ja. Taiwan war das, gell? Taiwan? Also wo haben wir sie? Bombe. Ja. Und also so wenn sie auch, keine Ahnung, wie viele Sets verkaufen, die Leute waren alle begeistert. Passt sogar besser wie Original, sage ich. Okay. Aber die Qualität. Ja, du hast ja beim Original Poster, du hast Wolf. Du hast alles nur verklebt, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, ja. Dann machen wir so, du musst ja da eh noch gucken, was dazu gehört und was nicht. Jo. Sag ich mal einfach Bescheid, wann er soweit ist, dann holen wir den ab. Und Herr Kohler hat auch und die Lautsprecher hier. BMW Soundsystem. Ja. Das ist auch gut. Also der war schon gut ausgestattet. Aber wir waren da alle 35 war immer gut. Also wobei Klima, Glasschiebedach ist relativ selten gewesen. Das war mit der Grund, warum wir dann eigentlich ja dann gesagt haben, ja, das wäre ein Projekt. Mir gefällt er. Vor allem da kriegst du halt auch Bomberäder rein, ne? Das ja. Sind da noch zwei Stück davon dabei oder zwei Stück von den Stahl? Zwei von denen davon. Bei Rädern machst du ja eh Teile drauf, ne? Ja, ist immer cool, welche noch zu haben, ne? Ja. Mir gefällt der. Weil halt Großbaustelle. Ja, ja. Nee, gut. Heinz, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Wir haben die Federbeine dabei. Und dann quatschen wir noch mit dem Achter. Also, danke. Wir sehen uns bestimmt noch öfter. Gerne, freut mich. Ciao.